Und damit ein herzliches Hey, hey, hey und hallo an alle meine Freunde da draußen und die Freunde von Freunden, die noch nicht meine Freunde sind, aber Freunde werden. Hier ein etwas anderes Video auf dem UX Gaming Kanal, Freunde. Es geht um das Spiel, was wahrscheinlich die wenigsten von euch spielen, vielleicht, man weiß es nicht. FIFA 18. Denn bei FIFA 18 gibt es derzeit ein Event, das nennt sich Footies. Was die Footies sind, das werde ich euch jetzt sagen. Es ist, das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, das letzte Event von FIFA 18. Genauer gesagt sind die Footies sowas wie die Oscar-Verleihung von FIFA 18, mehr oder weniger. Denn es geht darum, das Beste von FIFA 18 bzw. von FIFA Ultimate Team aus dem ganzen Jahr nochmal zu präsentieren. Bis auf das Gameplay, was nach dem ersten Patch kaputt gepatcht wurde. Aber es geht im Groben und Ganzen eben um ein quasi Best of Ultimate Team von FIFA 18. Das Event geht vom 18. Juli bis zum 14. August. Das ist, wie gesagt, das letzte Event in FIFA 18. Denn am 28. September kommt ja schon FIFA 19. Dazwischen ist die Gamescom und deswegen wird da, denke ich mal, nichts weiter kommen. Kommen wir zum Inhalt, denn das Footies Event bringt sehr viele Sachen. Unter anderem Best of FIFA Ultimate Team 18 Kampagnen Content. Das bedeutet beliebte Promos, die Inhalte wieder in den Packs sind oder auch per SPC zu kriegen sind. Da sind beispielsweise Informs, Team of the Roopstage Karten und so weiter und so fort, was halt alles als Special Karte released wurde, nochmal draußen. Die ersten vier Promos sind derzeit draußen mit den Ultimate Scream Karten, dem Once to Watch Sommer Paket, dem Path to Glory Herbstpaket sowie den Team of the Roopstage bzw. Team of the Tournament Karten. Das Ganze ist derzeit vom 18. bis zum 23. Juli in den Packs und danach wird es sehr wahrscheinlich andere Promo Special Items in den Packs zu ziehen geben. Dazu gibt es noch die Best of SBCs. SBCs sind Squad Building Challenges, die FIFA spielen, wissen, dass das ist eine Art Herausforderung mit Spielern, die man löst und dann bekommt man halt einen Spieler oder ein Set, wie auch immer, oder Coins geschenkt. Da geht es eben darum, beliebte SBCs, die damals limitiert waren, wieder zurückzuholen für Spieler, die das Ganze verpasst haben, weil sie zu dem Zeitpunkt im Urlaub waren oder noch kein FIFA gespielt haben. Wie beispielsweise jetzt aktuell gibt es Footmas Herrera, einer meiner persönlichen Lieblingskarten. Es gibt wieder den End of the Era Pirlo und die Hexenzirkel SBC. Das war eine Ultimate Scream SBC, die war im August oder September letzten Jahres aktuell, war sehr beliebt und ist jetzt eben wieder zu machen. Ist fast geschenkt und es gibt ein sehr gutes Set. Hinzu kommt, dass man auch was geschenkt bekommt von EA. Das möchte der FIFA-Spieler kaum glauben, aber es ist tatsächlich so, man bekommt ein einmaliges Geschenk für die Anzahl der eingeloggten Tage in FIFA 18. Das Ganze ist maximal beschränkt auf 91 Tage. Wart ihr also 91 Tage in FIFA 18 online, bekommt ihr ein 125k-Set geschenkt, 30 Spieler, alle selten, alle Gold, auf euer Nacken, aber untradable. Aber dadurch, dass gerade sehr viele Special-Karten auf dem Markt sind, ist die Chance groß, was sehr, sehr Schönes zu ziehen. Hinzu kommt, dass EA von wöchentlichen Rewards geredet hat. Da ist allerdings ungewiss, wie das Ganze gemeint ist. Ich persönlich gehe davon aus, dass man ein Bonus-Pack bekommt, wenn man für die Footies abstimmt. Was die Footies noch genauer sind, erkläre ich später. Also, wenn ihr SPC löst, werdet ihr vielleicht, vielleicht ist dabei sehr groß geschrieben, ein Gratis-Set dazu bekommen. Aber wie das Ganze gehandhabt wird, muss man dann absehen, bis die erste Nominierungsphase vorbei ist. Bevor wir zu den Footies kommen, kommen wir zu der End of an Era SBC, die gab es letztes Jahr auch schon, die war sehr, sehr beliebt und kommt dieses Jahr natürlich auch wieder zurück. Letztes Jahr ging es darum, Spieler zu ehren, die zurückgetreten sind, wie beispielsweise Philipp Lahm, Xabi Alonso, Francesco Totti, Dirk Hoyt, Steven Gerrard und Frank Lampard. Dieses Jahr sind es nicht nur Spieler, die zurückgetreten sind, weil das wären auch nicht sonderlich viele, sondern es geht auch um Spieler, die den Verein gewechselt haben und damit auch eine Ära zu Ende gegangen ist. Beispielsweise haben wir jetzt Iniesta End of an Era Karte bekommen, denn Iniesta ist ja nach Ewigkeiten von seinem Verein Barcelona gewechselt nach Japan, ich glaube zu Vissel Kobe, zu Lukas Podolski. Demnach könnte man auch davon ausgehen, dass beispielsweise der gute Gianluigi Buffon eine Karte bekommt. Der ist ja von Juventus Turin nach Paris gewechselt. Kommen wir jetzt zu den Footies und da bekommt man zu jeder Votingsphase drei Spieler geschenkt. In der ersten Votingphase bekommt man Matuidi von Juventus Turin, Moussa Dembélé von Tottenham Hotspurs und Bakayoko oder wie ich ihn liebeswert nenne, Bakayogurt vom FC Chelsea. Diese drei Spieler sind nominiert für eine von neun Kategorien. Jetzt aktuell ist es, man kann es von den Spielern her schätzen, das zentrale Mittelfeld. Die weiteren Kategorien sind der Torwart, Linksverteidiger, Innenverteidiger und Rechtsverteidiger, der rechte Mittelfeldspieler, linke Mittelfeldspieler, der Stürmer und eine sogenannte Fantasy-Position. Was es damit auf sich hat, weiß man auch noch nicht. Vielleicht ein einfacher Position-Change oder ein Position-Change, den der Spieler noch nie hatte. Das wird man dann sehen. Die geschenkten Karten, die man bekommt, also Matuidi, Dembélé und Bakayoko, kann man in diese sogenannten nominierten SBCs eintauschen. Und den Spieler, den ihr abgibt, ist quasi eure Stimme, den ihr wählen wollt. Der gewählte Spieler bzw. der Gewinner dieses Votings bekommt nochmal eine Footies Gewinnerkarte mit verbesserten Werten. Ich persönlich gehe davon aus, dass die Werte ordentlich angehoben werden. Denn diese Karte muss aber den ganzen Tots und Festival of Football Karten mithalten, also so ein 88er Bakayoko oder so, wäre schon sehr, sehr krass. Zum Glück ist FIFA bald zu Ende. Die zwei Spieler, die ihr behaltet,
weil ihr gebt ja einen ab, wenn ihr das überhaupt macht, werden nicht geupgradet. Beispielsweise gebt einen Dembele ab oder einen Matuidi oder einen Bakayoko. Wir nehmen jetzt mal das Beispiel, ihr gebt einen Bakayoko ab. Bakayoko gewinnt das Voting aber nicht, sondern beispielsweise Matuidi. Euer Matuidi, den ihr dann behaltet, der wird nicht automatisch aufgewertet, nicht automatisch verbessert, nicht automatisch abgegradet. Der bleibt bei dem Rating, was er hat, das sind seine Basiswerte. Und die anderen beiden Spiele, die man aber hält, kann man dann für andere SBCs eintauschen. Der von mir schon angesprochene Gewinner bekommt nochmal eine extra SBC. Es heißt, am folgenden Tag der nominierten SBC, angeblich wäre das der 22. Juli in dem Fall, kann allerdings auch sein, dass es direkt im Anschluss an die SBC kommt, also am 21. schon direkt. Welche Anforderungen die SBC haben wird, ist aktuell ungewiss. Es kann möglich sein, dass ihr Footies abgeben müsst, es kann möglich sein, dass ihr einen von den beiden anderen Karten abgeben müsst, beziehungsweise kriegt man ja dann noch drei weitere in der nächsten Nominierungsphase, die man eintauschen könnte. Aber sonst, was man noch bräuchte, ist ungewiss und da bin ich sehr gespannt, was auf uns zukommt. Die aktuelle Votingsphase geht vom 18. bis zum 21. Juli. Und wie ich schon angesprochen habe, gibt es ein ordentliches Rating-Boost. Nachdem das Voting zu Ende ist, wird es sehr wahrscheinlich dazu kommen, dass die nächste Voting-Phase direkt im Anschluss startet für weitere 3 Tage. Das zu dem aktuellen Footies. Stand jetzt. Jetzt natürlich die Frage, was kann man denn erwarten? Was kann noch kommen während der Footies? Ich persönlich gehe davon aus, dass die erste Nominierungsphase ganz klar an Bakayoko geht, denn Bakayoko spielt in der Premier League einer sowieso beliebten Liga in FIFA 18 und er ist ein absoluter OP-Spieler. Jeder, der Anfang von FIFA 18 gespielt hat, weiß, wie unglaublich stark der Spieler war. Hinzu kommt, dass beispielsweise Matuidi eine sehr gute Alternative für SBCs ist, weil er ein 85er Rating hat und die sind derzeit relativ teuer. Da nutzt man den doch eher für SBCs und schenkt den nicht in so einer nominierten SBC her. Kommen wir zu 2 möglichen Kategorien bzw. den Spielern, die man da beispielsweise wählen könnte. Im Tor könnte man beispielsweise davon ausgehen, dass man zwischen Fährmann, Begovic und Donnarumma entscheiden kann. Das sind die 3 wahrscheinlich beliebtesten Torhüter im Low-Price-Segment. Bei den Fantasy-Positions habe ich hier auch ein paar Spieler rausgesucht. Beispielsweise wäre es möglich, dass Martial wieder eine Stürmerkarte bekommt. Die hat er damals bei AS Monaco gehabt und dort ist er auch gelernter Stürmer gewesen. Ist also möglich, dass er eine Stürmerkarte bekommt. Anderes Beispiel wäre vielleicht ein Dries Mertens. Der ist aktuell ein Stürmer, hat aber bei der WM 2018 als rechter Flügel gespielt. Also eine mögliche Fantasy-Position für Dries Mertens rechter Flügel. Oder wir gehen noch ein bisschen weiter. Meunier als zentraler Mittelfeldspieler. Nicht RV, nicht RM, sondern ZM. Mit den Werten, mit den Workrates, die er hat, mit seiner Größe, wäre das eine absolut starke Karte und würde sehr, 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 sehr viele Spieler anlocken. Hundertprozentig. Mögliche Best-of-Special-Items könnten beispielsweise natürlich die Wants-to-Watch-Herbst-Version sein, wenn man schon die Sommerversion hat. Wiederum gibt es dann bei der Path to Glory noch die Möglichkeit auf die Sommerversion, Man-of-the-Match-Karten, Path to Glory-Selected-Karten, auch eine Möglichkeit. Team-of-the-Season-Karten, Festival-of-Football-Karten hatten wir. Wir hatten auch Foot-Birthday-Karten. Alles, was man eben als Promo-Special-Karte bekommen hat, beziehungsweise was es als Special-Karte zu ziehen gab, ist möglich, dass es wieder zurückkommt. Bei den möglichen Best-of-SBCs gibt es auch ein haufenweise Möglichkeiten. Beispielsweise könnte man Layer-of-the-Month-Karten von Zaha, Mané oder Salah wieder zurückholen. Man könnte Footmus-Karten von Meunier, Van Dijk oder Michael Antonio wieder zurückholen. Foot-Birthday-Karte von Schweinsteiger oder Touré wäre sehr beliebt. Foot-Swap-Karten, ein Event, was viele schon vergessen haben, von Henderson, Payet oder Alexis Sanchez als Stürmer, sind auch sehr beliebt gewesen. Oder sogar Play-of-the-Year-Karte, Maguire oder Christensen, Sessegnon oder sogar eine End-of-an-Era-Karte von guten Kaká, jetzt wo wir ja schon den guten Pirlo hatten, ist auch durchaus denkbar. Mögliche End-of-an-Era-Spieler, die es noch gibt neben Iniesta, wären beispielsweise Buffon. Der hat nach 17 Jahren Juve verlassen, hat ordentlich viele Pokale gesammelt, 509 Spiele bei Juventus Turin gemacht, also eine sehr große Wahrscheinlichkeit, dass der so eine Karte bekommt. Fernando Torres, eine weitere Beispielskarte, hat sein Kindsverein den Rücken gekehrt und generell Europa den Rücken gekehrt, hat 321 Spiele für Atletico Madrid gespielt, ist mit dem Verein aufgestiegen, hat auch in der Premier League ordentlich Erfahrung gesammelt, also auch eine Möglichkeit. Rooney beispielsweise auch, ist ja auch von Everton weg, aus England weg, ist Rekordtorschütze Englands, auch so eine kleine Ära, die zu Ende geht, ist jetzt bei Amerika bei DC United, das ist glaube ich. Ein weiterer Spieler, den nicht viele auf dem Schirm haben, ist Gabi. Gabi hat seinen Jugend- und Langzeitverein Atletico Madrid ebenso verlassen. Nach zusammengerechnet 12 Jahren war zwischendurch bei 2 spanischen Vereinen ausgeliehen bzw. für 4 Jahre woanders gespielt, hat jetzt aber nach ca. 350 Spielen für Atletico Madrid verlassen. Oder Carrick bzw. Mertesacker, die ihre Karriere komplett beendet haben. Dario Sirna hat nach 15 Jahren Schachtar Donetsk verlassen. Auch eine sehr interessante Personalie. Rui Patricio auch interessant, denn der hat seit seiner Jugend bei Sporting gespielt, ist jetzt nach 12 Jahren im Verein weg, aufgrund dieses Skandals rund um die Hooligans, die Bastos angegriffen haben, mit vielen weiteren Spielern von Sporting, die gewechselt sind. Wenn man die deutsche Brille aussetzt, könnte man natürlich noch überlegen, ob vielleicht ein Stefan Kießling oder ein Alex Meyer so eine End-of-Never-Karte bekommt. Speziell über Alex Meyer würden sich bestimmt
viele deutsche FIFA-Spieler freuen, aber ob das so realistisch ist seitens EA, ist dann wieder etwas anderes. Natürlich auch CR7. Die Ära Real Madrid ist zu Ende, ist jetzt bei Juventus Turin, kann dann eine neue Ära prägen, aber nichtsdestotrotz ist die Ära Real Madrid für CR7 beendet. Ein sehr erfolgreiches Kapitel, könnte auch eine End of the Era-Karte bekommen, die wahrscheinlich kaum einer bezahlen kann, aber das soll EA nicht dran hindern. Es ist sehr, sehr vieles möglich in allen Belangen. EA hat dann natürlich das letzte Wort. Ich habe Bubblewasser gesoffen, ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich wünsche euch noch viel Spaß beim heutigen Tag und genießt die Sonne, falls die Sonne scheint. Ansonsten entspannten Tag, haut rein. Euer Okosa.